Ja, zunächst ist das Buch ein Zufallsergebnis. Und zwar bin ich oft in Linz bei Psychotherapeuten eingeladen. Da gibt es so einen privaten Diskussionskreis. Und die hat mich auch für 3 Tage eingeladen, um über das System der Psychotherapie zu sprechen. Und ich hatte dann, als wir da waren, darum gebeten, dass man das aufnimmt, per Band oder so ähnlich, damit man sehen kann, was lässt sich daraus machen. Vielleicht sollte ich dazu sagen, diese dialogische Form ist für mich typisch. Also ich habe ja schon viele Bücher geschrieben, aber einige davon sind dialogisch. Das sind für mich immer die Bücher zur linken Hand. Das sind die Bücher, wo ich Übersetzungsarbeit leiste. Und die zur rechten Hand, das sind diejenigen, von denen ich immer sage oder mir selber sage, sie sind sehr schwierig und nicht so einfach zu lesen. Wahrscheinlich eher die Grundthese. Also es geht ja darum, das heißt die Herrschaft der vagen Dinge. Und die Grundidee ist ja, dass Psychotherapeuten verzweifelt suchen nach irgendeiner Art von Theorie oder nach einer Wissenschaft, an der sie sich festhängen können, um ihre Arbeit begründen zu können und bei den Krankenkassen Geld dafür zu bekommen. Es gibt 2 große Möglichkeiten. Man nähert sich der Medizin an, also will richtig mit Kassenzulassung, das ist ein großer Trend. Und die andere Möglichkeit wäre eben zu begreifen, dass das Exzellenzmerkmal der Psychotherapie gerade der Umgang mit vagen Dingen ist. Also mit Dingen, die nicht kodiert werden können, die weder kodierbar sind, noch irgendwann mal kodiert worden sind. Und eine der Grundthesen ist, dass mindestens die systemische Psychotherapie sich selbst vernichtet, wenn sie auf kodierte Probleme umschaltet. Ja, und dann wurden die Psychotherapeuten dort richtig wach, ne, weil sie merkten, was das für eine Bifurkation ist. Ne? Das eine führt sozusagen ins Nichts der Medizin und das andere führt dazu, dass man die eigene Profession beschreiben kann als eine ganz besondere. Eine, die sich einlassen muss auf das, was nicht sicher bestimmt ist, was nicht kausal ist, wofür es keine Nummern gibt. Oder ich bin in diesem Buch ja hergegangen und habe einen bestimmten Kriterienkanon durchanalysiert. Es geht darum, ich weiß nicht, wie weit Systemtheorie hier vertraut ist, der Luhmann zum Bauern. Es geht darum, dass ich das System der Psychotherapie behandle als etwas, was wir ein Funktionssystem nennen. Und, aber nicht mit dem Zwang zu entscheiden, dass es eins sei oder nicht, sondern nur einfach die Kriterien, die man normalerweise anwendet, eben darauf zu beziehen. Und im Grunde lief es darauf hinaus, dass wir in jeder Sitzung ein anderes Kriterium durchdiskutiert haben und dass dann eben aus den Kreisen der Psychotherapeuten völlig überraschende Vorschläge kamen. Zum Beispiel ist der symbiotische Mechanismus der Psychotherapie. Der symbiotische Mechanismus ist der Körperbezug von Systemen, die selbst keine Körper haben. Und der wird ausgenutzt in Krisenfällen. Und normalerweise hat man in jedem sozialen System einen solchen Mechanismus, der doppelt verwendbar ist. Einmal nennt man somatogene Symbole und das heißt, man ist immer mit dem Körper irgendwie verknüpft, auch wenn das System eigentlich keinen Körper hat. Und das andere heißt symbiotischer Mechanismus. Wenn eine Krise auftritt, kann der Körper thematisiert werden. Also einfaches Beispiel, wenn man in einer intimen Beziehung dazu gezwungen ist, körperlich auszutesten, ob die Beziehung noch funktioniert oder nicht funktioniert, dann ist der Krisenfall da. Und der Krisenfall bedeutet, jetzt auf einmal muss man darüber reden. Dann setzt sich entweder das System fort oder bricht auseinander. Aber, oder psychisch gesehen wäre das sowas wie ein Nervenzusammenbruch. Oder wenn Studierende bei mir Prüfungen gemacht haben, waren die aus mir völlig unerfindlichen Gründen sehr oft sehr nervös. Und das ging sozusagen bis hin zu blassen Gesichtern, nassen Händen, im Dekolleté, Flecken, das ging aber alles noch. Sobald aber Blackouts auftraten oder eben der Zwang, sich zu erbrechen, dann blieb ja nichts anderes, als meinetwegen aus dem Raum zu rennen, sich erstmal wieder frisch zu machen und in der Zeit zu überlegen, was passiert hier eigentlich. Und dann kommt man zurück und wahrscheinlich ist dann der Prüfer auch ein bisschen vorsichtiger, wenn sowas passiert. Und dann geht es weiter und hört nicht einfach auf. Und das wäre so eine Funktion, die wir besprochen haben. Und da haben die Psychotherapeuten gesagt, die Drogen mit Suizid. Also die haben überlegt, was ist denn eigentlich dasjenige, was man als so einen symbiotischen Mechanismus auffassen kann, der zwingt zu handeln, um zu dirigieren. Und dann meinen sie eben den Suizid. Und das haben sie dann mit Beispielen auch untermauert. Und für sie war das dann relativ klar.
Ja gut, aber das sind sozusagen so Kriterien, 10 oder 12 oder mehr, und dann wird nicht entschieden am Ende, ob das jetzt wirklich ein Funktionssystem ist oder eines, das dabei ist, sich zu etablieren, sondern nur gesagt, mit den Kriterien kann man sehen, es ist ein imposantes System mit bestimmten Strukturen.